Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ist gar kein Let's Play, aber es ist, glaube ich, die Horror-Base für uns. Denn wir haben heute zweimal auf die gleiche Base gefällt. Eigentlich noch nicht mal auf die gleiche Base, sondern auf die baugleiche Base. Ich weiß, Fails zeigt man nie gerne, aber ich muss sie einfach zeigen. Warum muss ich sie eigentlich zeigen? Weil es die gleichen Bases sind. Und ist das die neue Meta, diese Base zu haben? Also zweimal das gleiche, zweimal den gleichen Fehler gemacht. Wir gucken mal rein. Ich weiß, es ist ganz spooky hier, aber diese Base hier sieht auch schon teuflisch böse aus. Ja, zwei Feger, die nach da stehen. Das heißt, mit Drachen brauchst du da oben schon mal gar nicht kommen. No way, würde ich sagen. Ja, vielleicht mit irgendeiner Blimp hier tief reinfliegen oder weit reinfliegen. Könnte funktionieren hier bis zum Adler, bis hierhin irgendwie. Und aber scheinbar liegt ein Fluch auf dieser Base. Ich werde euch das zeigen. Beides die gleichen Bases und nicht die gleichen Angriffe, obwohl hier auch Drachen im Spiel sind. Allerdings mit einer Blimp, die wahrscheinlich nicht so gut gelungen ist. Wir gucken mal, wo die gelandet ist und warum die nicht so doll war. Oh, weit. Alter, gegen zwei Luftabwehren mit einem Hund. Heieieiei. Und noch ein Scattershot da. Okay. Und alles verloren, oder? Der Scattershot ballert ja einfach nur in die Richtung, ne? Dann sind die weg, die Truppen. Muss man einfach mal so sagen. Dann sind die weg, die Truppen. Keine Chance. Okay. Hexen in der Clanburg. Kein Zauber. Oh, er hat ja noch Zauber. Er hat ja noch Zauber dabei gehabt. Aber ich denke mal, diese Base hier ist echt ein Fluch oder ein Segen für uns. Nicht geschafft. Ich überlege jetzt, ob ich die gleich angreife. Hier live im Stream. Was würdet ihr sagen, Leute? Eine 1, ich greife sie an. Eine 2, lass es lieber sein, Toto. Oder eine 3 für eine gute Taktik. 1, 2 oder 3. Wenn ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, aber hier ging gar nicht das Licht an. Hat sich die Situation mit Simon schon beruhigt? Ich war gestern im Log-Modus bei Simon. Ja, sicher hat sich das beruhigt. Ich bin nicht nachtragend. Hallo. Aber ich vergesse auch nichts. Aber ja, sicher. Mein Gott. Ja, ich bin jetzt nicht so. Und dann gegen zwei Feger. Schwierig. Schwierig. Ich würde sogar sagen, sehr schwierig. Guck mal, die werden immer hin und her gepustet. Immer hin und her, ne? Hin und her. Hin und her. Und kommen nicht so wirklich vorwärts. Warum er die drei Unsichtbarkeitszauber jetzt gar nicht mehr nutzt, das weiß ich nicht. Ich meine, zwei hat er noch genutzt, um die hier wegzuzwecken. Naja. Mein Gott. Aber diese Base hier wurde ja nicht nur einmal angegriffen, sondern sie wurde zweimal angegriffen. Vom gleichen Team. Ich weiß, man zeigt keine Nuller, aber das war ja der erste. Aber der Cassius hier, 15 auf 15, hat sich hier auch ins Boxhorn jagen lassen, ja? Man könnte sagen, Déjà-vu, habe ich ein Déjà-vu? Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, aber ich glaube, ich meine der, ich wollte gerade sagen, der Ständer hier, nee, der Monolith stand bei der anderen Base hier unten, ne, und da oben. Aber egal, ansonsten gleiches, relativ gleiches Design, Feger stehen noch ein bisschen dichter, ja, noch dichter aneinander, das heißt, die fegen fast gleichzeitig. Es ist mir ein Rätsel, echt. Aber okay, keine Blimp genommen. sondern ein paar Drachen. Hallo Liqui. Gegen zwei Feger, das ist ein Anfängerfehler. Ich weiß auch nicht, was die Leute hier geritten hat. Auch Cassius, der ist schon so lange bei uns, ne? Der ist schon so lange. Ist das jetzt so ein Scheiß-Egal-Angriff gewesen? Oder Leck-mich-Angriff? Base? Greife ich die jetzt an oder greife ich die jetzt gleich nicht an? Ich würde denen gerne zeigen, dass diese Base hier wenigstens einen Stern nicht hält.
Oder sie ist halt echt so OP, dass ich gleich im Internet danach suche, nach dieser OP-Base mit den komischen Blindmauern hier oben, mit den nichtssagenden Mauern, wo eigentlich gar nichts ist. Und vielleicht noch eine Luftbombe oder so. Aber das ist ja auch Verschwendung da oben, diese beiden Mauern, diese Dreiecke. Dementsprechend klein ist der Rest dieser Base ja eigentlich auch, ne? Dementsprechend klein ist der Rest der Base ja eigentlich auch. Okay, da hat er noch ein bisschen was versucht zu verschlimmbessern hier mit dem Flamefinger. Und oben kommt zwar noch der Royal Champion, aber der schafft das halt auch nicht alleine. Ja, muss man ganz klar sagen, alleine der Royal Champion hier gegen das RH, das so hart verteidigt ist. No way. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt gleich angreife oder nicht. Eins auf eigene Gefahr und ohne Gewehr. Hab doch zwei Sterne gemacht. Ja, ich weiß, wir haben sie dann ja gemacht. Ich weiß. Ja, ist da nichts mehr offen? Okay, dann kann ich ja doch eine andere Base aufreichen. Okay, Super Bowler Smash auf die kompakte Base. Ja, Super Bowler Smash. Man kommt ja auch von hier eigentlich relativ gut ins Zentrum rein. Wenn man jetzt nicht das Rathaus erreicht mit der Blimp, dann erreicht man aber zumindest hier vielleicht den Adler, die Clanburg, den Monolithen und dann kann man ja auch ein bisschen was anderes machen. Aber Mann. Aber okay, ihr habt sie gezweiert, ich sehe es jetzt gerade. Okay, das heißt, ich kann mich weiter unten orientieren. Warum kann ich mich eigentlich so weit unten orientieren? Weil wir zwei offene Bases haben, ne? Uiuiui, okay. Weil wir zwei offene Bases haben. Leck mich. Ich muss mal gerade die Pausentaste nehmen. Okay, Leute, ich greife die Base an. Ich habe mir nichts überlegt. Nein, ich habe mir wirklich nichts überlegt. Ich möchte genauso fehlen wie meine Leute davor auch. Also vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Aber sie leben immerhin leben sie noch, ne? Okay, was kommt da raus? Alles klar. Da können wir mit leben. Da können wir mit leben, Leute. Das passt so. Jetzt muss man gerade gucken. 1, 2, 3. Wir machen hier unten mal ganz piano weiter, würde ich sagen. Und gehen hier mal mit unserem King mit drin. Hier mit der Queen. So, wir schaffen sogar noch den zweiten Scatter da und haben die zwei Sterne ja drin. Manometer! Sorry, dass ich jetzt gerade nichts gesagt habe. Lest den Chat, das ist eine Lösung, okay. Ja, aber ich meine, ich habe die beiden Feger wegbekommen, deswegen konnte ich jetzt von oben auch mit den Drachen reingehen. Und ich habe die zwei Sterne. 54% ist jetzt nicht die Obermasse, aber der Fluch der Base ist gebrochen. Aber ich gucke jetzt mal, wie der Mario das gemacht hatte. Der hatte mir jetzt gerade eben im Chat auch geschrieben, er hat es auch gemacht. Okay, gegen die 15. Schauen wir da nochmal rein, wie er das gelöst hat. Auch mit Drachen. Okay. So, mit dem Hund vorweg. Ah, okay, er kommt von der Seite. Aber er kommt auch dem Rathaus entgegen. Alles klar. Der Feger war abgelenkt. Sehr schön. Okay, der Feger war sehr, sehr schön abgelenkt da gerade. Perfekt.
von den Loons, okay. Damit bekommt er das Rathaus da oben. Ich wollte jetzt nur mal schauen, wie er das gemacht hat. Das ist ja echt ein Fluch, diese Base gerade. Wir hätten noch ein bisschen mehr holen können. Fällt mir gerade so ein. Ein bisschen mehr vielleicht. Aber okay, Mario hat sich auch das Rathaus hier geschnappt. Damit ist ein Stern schon mal drin. Und der zweite Stern muss jetzt halt noch gemacht werden. Weil auf drei Sterne bringen, ich denke mal, das kriegen nur die Pros hin. Und nicht mehr wir normalen sterblichen COC-Spieler hier. Aber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Base hier schon gedreiert habt. Ich habe sie euch jetzt dreimal gezeigt. Ob ihr diese Base schon easy peasy gedreiert habt und mit welcher Taktik. Oder vielleicht habt ihr diese Base ja sogar. Ah, Michel, hallo. Hallo, Lady. Grüße euch. Okay, ihr beiden würdet diese, an dieser Base verzweifeln. Sind wir nämlich heute auch. Es gibt ein paar Möglichkeiten auf die Base und dass sie eben das sein. Ja, ich bin mal gespannt. Bin kein Fan von der Blimp, aber man hätte Hydra einfach hinspielen können und die Blimp im Borden von 6 Uhr vor das Rathaus spielen können. Naja, okay, immerhin. Sauber, Toto, ja. Mein Gott, ich habe jetzt wirklich gedacht, es liegt ein Fluch auf der Base. Ich weiß, dies ist jetzt ein normales YouTube-Video hier für euch auf Mittwoch, aber da ist natürlich ein bisschen Live-Gequatsche mit drin. Ich versuche immer so ein bisschen authentisch zu bleiben, aber ich möchte auch ganz gerne mit meinen Zuschauern agieren. Willst du locker dreiern? Genau, Michel. Vor allen Dingen du würdest nicht mal die Blimpi über die ersten beiden Mauer reinkriegen. Ja, sag ich jetzt mal so. Aber der war schon, ja, der war doch nett. Ich meine, es wären am Ende 89%, oder? Oder 69, ne, 69, ne? Trotzdem noch so viel über. Ah, okay, er hat's gemacht. Heute ist Montag. Richtig, heute ist Montag. Okay, der Fluch der Base ist gebrochen. Trotzdem, okay, der bleibt jetzt offen, weil wir haben 15 von 15 Angriffe, haben den Spieltag leider verloren. Gegen Hun. Und damit setzt sich Hund noch ein bisschen weiter ab. Eigentlich bin ich froh darum, dass sie sich ein bisschen weiter absetzen. Nicht, dass wir noch darum kämpfen, hier Zweiter zu werden. Ich denke mal, Liga halten ist für uns absolut top. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und im Kanal dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.